Guten Abend, liebe Zuschauer. Eigentlich hätten wir Ihnen gerne zu Beginn dieser Sendung das Dörfchen Schönberg im Schwarzwald ein bisschen gezeigt, wo Klaus Mehnert wohnt. Aber das ist leider rein unmöglich, denn wir haben hier genau dieselben Wetterbedingungen wie Sie in der Schweiz. Den ganzen Tag gab es hier Schnee und Eistreiben und eine klirrende, beinahe sibirische Kälte. Und vor lauter Schnee konnte man das Dorf selber gar nicht sehen, denn Mehnert wohnt nicht im Dorf, sondern nur in seiner Nähe. Kurz, also wir müssen leider darauf verzichten. Gerne hätte ich Ihnen Schönberg und also ein kleines Stückchen Schwarzwald deswegen gezeigt, weil das dann besser verständlich gemacht hätte, warum Mehnert, wenn er nicht gerade am anderen Ende der Welt oder sonst auf Vortragsreise ist, immer wieder hierher, wo er eigentlich wohnt, zurückkehrt. Geboren freilich ist Mehnert nicht hier im Württembergischen, wo eigentlich seine Familie herstammt, sondern geboren ist er in Moskau. Dort verbrachte er seine Kindheit. Die Mehnerts, schon im letzten Jahrhundert nach Russland ausgewandert, blieben Deutsche und Patrioten. Und als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, da ging Vater Mehnert zurück. Er fiel in Flandern, wie es damals hieß, für Kaiser und Vaterland. Auch die Familie kehrte zurück. Und 25 Jahre später, im Zweiten Weltkrieg, verlor Mehnert seine beiden Brüder. Weniger als eine Autostunde von hier, in Stuttgart, ging Mehnert ins Gymnasium. Und zwar mit Freude, ja mit Begeisterung, wie er sich erinnert. Schon als 22-Jähriger, als Austauschstudent, lernt er Kalifornien, dann auf der Rückreise nach Europa, Japan, China, die Sowjetunion kennen. Und von nun an ist er eigentlich unablässig unterwegs. Unmöglich, alle Reisen und beruflichen Stationen seines Lebens aufzuzählen. Ein paar Stichworte müssen genügen. Chefredaktor der Zeitschrift Osteuropa, Korrespondent in Moskau von mehreren deutschen Zeitungen, dies bereits unter der Hitlerzeit. Dann ein paar Jahre später zurück in Deutschland, mehrwöchige Einvernahme durch die Gestapo und Publikationsverbot. Während des Zweiten Weltkriegs Dozent in Hawaii, später in Shanghai und dort in Shanghai, japanisch besetzt, Herausgeber einer Zeitschrift für internationale Politik, im Auftrag des damaligen deutschen Auswärtigen Amtes. Nach Kriegsende, Abschiebung ins zerbombte Deutschland. Dort hält sich Mehnert zuerst mit Englischstunden über Wasser. Später wird er Chefredaktor von Christ und Welt, eine bedeutende Zeitschrift, regelmäßiger Radio- und Fernsehkorrespondent oder Kommentator, sollte ich besser sagen, Gastprofessor an amerikanischen Universitäten, ordentlicher Professor in Aachen, dazwischen, daneben und immer wieder und immer von Neuem reisen. In die Sowjetunion, in die USA, in die Chinesische Volksrepublik. Reisen und Aufenthalte, die ihren Niederschlag in vielen Büchern gefunden haben. Ich kann die Titel gar nicht alle aufzählen. Gesamtauflage 2 Millionen. Mehnerts letztes Buch, Ein Deutscher in der Welt, das sind seine Erinnerungen, steht seit einem halben Jahr auf der deutschen Bestsellerliste. Und ich habe mit ihm vereinbart, dass wir unser Gespräch nicht im Wohnzimmer beginnen, was eigentlich üblich wäre, sondern das, was ich seine Schatzkammer oder eine seiner vielen Schatzkammern nennen möchte. Ja, Herr Mehnert, also willkommen. Willkommen. Ja. Ich freue mich sehr, dass wir bei Ihnen sein dürfen und wenigstens in eine dieser Buchreihen und Buchberge einen Blick werfen. Da hinten gibt es ja noch viele andere. Worum geht es hier alles? Also dieser Stock ist an sich ein Gästestock, wo ich meine Gäste unterbringen will. Aber die Bücher sind überall eingedrungen. Ich leiste mir den Luxus, für jedes neue Buch, das ich schreibe, eine neue Bibliothek, also so ein Stück anzuschaffen. Das sind vielleicht 500, dahinter sind 1000, noch weitere Reihen. Eine ganze Reihe weiter Reihen. Ja. Also das hier ist das Sowjetmensch und daneben ist Peking und Moskau. Und dann kommt der deutsche Standort und so weiter. Jedes Mal also eine neue Bibliothek zur Vorarbeit. Deswegen sind auch die anderen Zimmer nicht mehr so ganz für die Gäste frei. Aber immerhin, ich kann noch 5 Gäste hier unterbringen. Küche, Bad ist also eine abgetrennte Wohnung. Ich muss schnell eine Frage stellen. Sie sagen zur Vorarbeit. Sie sind ja ein Mensch, der die Dinge, das haben Sie mal in einer Sendung gesagt, also an Ort und Stelle erleben, förmlich riechen muss. Im Gegensatz zu anderen Leuten, besonders beim Fernsehen, die sagen, ich kann alles aus der Lektüre entnehmen. Wie ist denn das Verhältnis, die wissenschaftliche Vorbereitung, also das Lesen, im Verhältnis zum Augenschein? Was überwiegt denn da? Der Augenschein sicher, aber überwiegt. Aber es muss ja auf festen Füßen stehen
Und es haben über meine Themen, Russland, China und so weiter, viele Leute viel Gutes geschrieben. Und die Fakten, die man ja auch nicht alle so parat im Kopf hat, dafür gibt es ja Bücher. Und die, zum Beispiel diese Bibliothek. Sie haben noch Koffer da hinten. Ja, also, mit denen reisen Sie? Mit denen reise ich, aber es hat keine politische Bedeutung, dass die rot sind. Nein, sondern wenn alle Leute rote hätten, würde ich eine andere Farbe haben. Auf dem Flughafen sehe ich immer schon von Weitem, wo meine Koffer sind. Ja, oder auch sonst im Hotel und so weiter. Und das ist die vierte Generation, die ich jetzt habe von roten Koffern. Das sind die Veteranen, die ruhen hier aus. Die sind durchgereist gewissermaßen, abgewetzt. Also es ist keiner, der nicht mindestens ein- oder zweimal um die Welt gefahren ist. Haben Sie eigentlich dieses Haus hier, Herr Mehnert, selbst gebaut? Habe ich selber gebaut, ja, nach eigenen Plänen. Deswegen ist also architektonisch nicht sehr wunderbar. Aber es ist eben genau so, wie ich es gerne für mich habe. Das ist übrigens das Zimmer mit der chinesischen Bibliothek, dieses Zimmer hier, und gleichzeitig zwei Betten drin für die Gäste. Ja, nun gehen wir also da runter, wo ich wohne. Ja, gerne. Also wir gehen in den, ins Erdgeschoss gewissermaßen. Nein, Erdgeschoss ist vermietet, damit also das Haus immer bewohnt ist, wenn ich unterwegs bin. Das ist, ja, geht es da raus, ins Erdgeschoss. Und hier, nun, bitte sehr, bitte nach soll ich vorausgehen? Ja. Gut. Das ist der eigentliche Stock. Hier arbeitet die Sekretärin. Hier sind die Bücher für Jugend im Zeitbruch, also die Unruhe der 60er, 70er Jahre. Und hier ist nun das Wohnzimmer. Ich muss um Entschuldigung bitten. Es sieht sehr schlimm aus, aber Sie haben mir ja verboten, es aufzuräumen. Es soll, so sein, wie Sie normalerweise arbeiten. Und als Junggeselle, ich bin ja also seit 26 Jahren Witwer, sieht es eben so aus, wie es beim Junggesellen aussieht. Sehr, alles sehr ist ordentlich, Arbeitszimmer, würde ich sagen. Alles ist eben, überall wird Esstisch wird gearbeitet und so weiter. Aber nun, um Sie hier etwas bekannt zu machen, das ist der Ur-Ur-Urahn meines Freundes Prinz Sihanouk, des Mannes oder der Mann, der vor 750 Jahren Angkor Wat, diese herrlichen Klosterfestungen im Dschungel von Kambodscha gebaut hat. Dieses Bild, das dort hängt, hat vor 20 Jahren ein Student von mir in Aachen gemalt. Sie reden von dem blauen Bild, ja. Von dem blauen Bild. Und das ist so kräftig und schön, da spart mir also Blumen dahin zu stellen, weil es ja, Leben, das ist furchtbar. Schön, lebhaft. Ja. Lebhaft. Diese Statue hier, die steht sonst da drüben, das ist Klaus von Stauffenberg, also der Mann, der ja versuchte, Hitler zu töten. Und er war ein Schulkamerad von mir und von meinem Bruder. Mein Bruder war Bildhauer, der in Russland gefallen, einer von den zwei gefallenen Brüdern. Und die waren sehr befreundet und er hat dann diese Büste von Klaus von Stauffenberg gemacht. Es gibt drei Stück hier, eins bei mir. Welches Jahr ist das ungefähr? Ja, schon am Anfang des Krieges, aber als noch niemand ahnte, dass es so kommen würde mit dem Anschlag auf Hitler. Eins steht im Bundestag, eins in unserem alten Gymnasium und eins steht hier bei mir. Ja, dort sehen Sie ein Bild meiner Frau. Ich habe noch die Frage, ja, ganz einfach, auch hier wieder sehr viele Bücher. Sind das besonders geordnete? Nein. Oder? Ja, schon geordnet, aber das ist also die allgemeine Bibliothek. Also nicht für ein bestimmtes Buch, die Bibliothek, eine Handbibliothek. Sie sehen, der Neue Meier und so weiter steht hier. Ja, Bild meiner verstorbenen Frau, sie war ja Kalifornierin. Amerikanerin. Wir haben es bei meinem ersten Aufenthalt, den Sie vorhin erwähnten, als Student in Amerika. Da waren Sie ungefähr 26 Jahre alt? 28 Jahre? Nein, als ich nach Kalifornien kam, war ich 22. Ja, natürlich, richtig. Ja, aber geheiratet haben wir dann ein paar Jahre später. Ich weiß, dass Sie Ihr Buch per Telegramm haben Sie geheiratet. Sie schickt per Telegramm, willst du mich heiraten? Und es kam ja. Ja, es kam nur ein einziges Wort, sie war sehr sparsam. Ja, das ist nichts. Ja, dann natürlich der russische Samowar, den habe ich noch aus Russland. Haben Sie den damals noch benutzt oder war er damals schon ein Museumsstück? Nein, den kann man also benutzen. Aber wissen Sie, wenn ich nur Sie zu Gast habe, lohnt es nicht, dieses Ding in Bewegung zu setzen. Ja, das ist auch so schön. Ja, das ist bei meinem Großvater gab es ja also einen Bedienten, der nur die Samovars für die Familie und die anderen Angestellten und so weiter den ganzen Tag, das war ja damals alles mit Kohle zu machen. Ja. Na gut, also das ist ein Stückchen altes Russland. Heute noch in den russischen Zügen hat man dauernd Tee serviert, nicht wahr? Dann haben Sie etwas intensiv Blaues dort. Ja, was ist also denn das? Ich liebe Blau, wie Sie daran schon sehen. Sie tragen auch ein blaues Hemd, eine Krawatte. Ja. Das ist eine etwas, was ich aus Finnland mitgebracht habe, weniger wegen dieses Elefantenohrs, wie diese Blätter heißen, sondern wegen dieses Blaues, was mir so gut gefiel. Aber interessanter als das Blau, meine ich, ist für unseren Zweck,
das Violett, was da drunter steht, das ist eine Tafel Schokolade. Ein Schweizer darf mir eigentlich nichts von Schokolade erzählen. Doch soll man, ja. Gut, aber das... Gerade eben, ja. Mein Großvater, den Sie ja auch erwähnt haben, der hier aus der Nähe 1852 nach Russland auswanderte mit nichts, endete, als er 1907 starb, mit der größten Schokoladenfabrik des Zarenreiches, die er seinen 12 Kindern, darunter meiner Mutter, vermachte. Und er führte ein diese 100-Gramm-Tafel. Die gab es vorher nicht im alten Russland. Und mein Vater war Grafiker und Maler. Und er entwarf dann für den Schwiegervater die Etiketts. Die Verpackung. Die Verpackung, ja. Und das war reines, das kann man vielleicht hier nicht so sehen, reiner Jugendstil. Auch die Farben so jugendstilartig. Und heute noch genauso wird es in Moskau verkauft. Die sind enorm konservativ, die Russen. Und jedes Mal, wenn ich nach Moskau... Ja, also die Fabrik wurde natürlich von der... Ja, ja, selbstverständlich. ...vom Regime übernommen, sofort. Sofort, schon 1918 wurde sie also fortgenommen. Aber sie macht also noch dieselben Verpackungen. Und wenn ich nach Moskau komme, meine Freunde kaufen mir dann immer so ein paar Tafeln zur Erinnerung an meinen Großvater. Natürlich steht sein Name, mein Großvater hieß Heuss, guter schwäbischer Name, steht das nicht mehr drauf, sondern jetzt heißt sie, die Fabrik heißt jetzt Roter Oktober. Aber sie liegt immer noch an derselben, ist dieselbe Fabrik wie damals noch. Sie steht noch und sie produziert noch. Sie steht und produziert und sogar mit den alten Etiketts. Ja, aber darüber können wir ja vielleicht auch noch im Sitzen sprechen. Darf ich ein bisschen was eingießen? Sie haben ein ungeheures Arbeitspensum. Aus allem, was Sie geschrieben haben, und ich kenne Sie ja schon längere Zeit, Sie waren öfters bei uns in der Rundschau, ja, das beruht ja ganz auf Gegenseitigkeit. Wie spielt sich denn Ihr Tagesablauf ab? Sind Sie ein Frühaufsteher? Ich weiß nicht, ob es früh oder spät ist, aber ich beginne jedenfalls mit 7 Uhr nachmittags. Dann stehe ich auf und da ist ja auch niemand Rücksicht zu nehmen, also habe ich leider keine Familie. Das kann ich auf alle Fälle hinstellen, ist nicht ganz in Ordnung. Kann ich also durcharbeiten bis, das Letzte, was ich noch höre, sind die 12 Uhr Nachrichten am Abend. Ich leiste mir einen großen Luxus, und zwar seit langer Zeit, seit vielen, vielen Jahren schon, das ist eine Privatsekretärin. Das ist jetzt nicht mehr dieselbe, die ich früher hatte, die war 30 Jahre bei mir, ist dann in Pension gegangen. Aber jedenfalls, das ist eine große Hilfe, sodass ich nicht alles also mühsam selber tippen brauche. Diktieren Sie? Ich diktiere, ich schreibe aber auch selbst die Entwürfe, in denen ich dann herummale. Ich arbeite ungern, entschuldigen Sie, wenn ich das sage, mit Tonbändern. Das darf man hier in diesem Rahmen gar nicht sagen. Ein guter Schriftsteller, der arbeitet nicht mit Tonbändern. Ja. Das sind die, die es nicht können, nicht wahr? Ja, na gut, also jedenfalls, ich tippe es selber oder schreibe es mit der Hand und dann wird es von ihr ins Reine geschrieben und dann geht es also raus. So läuft also der Tag, wenn ich hier bin. Wenn ich reise, dann ist es hier. Ich muss aber noch was fragen, wenn Sie hier sind. Schauen Sie, hören Sie Radio, schauen Sie Fernsehen und welche Zeitungen? Sie lesen ja viele Zeitungen. Was lesen Sie denn täglich? Gut, also ich lese täglich natürlich einige deutsche Zeitungen. Ich habe lange Zeit, jetzt gerade mal nicht zur Abwechslung, die Neue Zürcher gelesen. Ich lese sehr gern die Herald Tribune, weil die mir so ganz Amerika eigentlich jeden Morgen ins Haus bringt. Das wird bekommen Sie die am gleichen Tag? Nein, also hier nicht. Also die bekommen Sie heute, Freitag, bekomme ich die gestrige vom Donnerstag. Also immerhin, Aber immerhin. Und dann die Pravda, die kommt in 3 Tagen. Die Sonntags-Pravda habe ich manchmal schon am Dienstag, spätestens am Mittwoch hier in meinem Dorf. Ich muss sagen, ich habe eigentlich mehr von Zeitschriften als von Zeitungen. Also The Economist zum Beispiel ist ein Leib- und Magen-Zeitschrift von mir. Dann Far Eastern Economic Review, die sehr gut aus Hongkong über ostasiatische Dinge berichtet. Die Zeit? Die Zeit, ja, kommt jeden Donnerstag pünktlich hierher zu mir, ja. Und das bewältigen Sie alles? Ja, nun, das gehört ja zum Beruf, nicht? Lesen Sie schnell? Ich lese schnell, immer mit Rotstift. Und das wird dann also von der Sekretärin ausgeschnitten und kommt dann in einzelne Mappen hinein. Wenn irgendwas passiert, dann fängt eine neue Mappe an. Bis es dann zu Ende ist, dann kommt irgendeine neue Mappe für ein anderes Thema. Sie sagen einmal, Ihnen mache Musse einige Mühe, bereite Ihnen Mühe. Ja.
Also, Sie sind unablässig tätig. Ja, wo, es ist also wieso ganz ist schlecht, das so? Ganz schlechte Angewohnheit, es ist schrecklich, aber so ist es bei mir. Ich kann es nicht ändern und mein Arzt sagt mir, dass mir es sehr gut bekommt. Dieses Stressleben, selbst auferlegter Stress ist ja was Gutes. Denn da kriege ich ja also immer Adrenalin von der Nebenniere, meine eigene Medizin, die mich also wieder aufpulvert. Es ist ja nur der Stress, der einem aufgezwungen wird, der wirklich schlimm ist. Arbeit ist für Sie ein Vergnügen, stimmt das? Ein reines Vergnügen, ja, weil ich wähle mir ja meine Themen, nicht? Es kommt ja nicht jemand und sagt, du musst über das und das schreiben oder die und die Reise machen. Das sind doch alles meine eigenen, ist immer meine eigene Wahl, mein eigener Wille, dass ich mache. Ich zahle ja auch alles immer selber. Mit der Reise, die Reise von heute bezahle ich mit den Einkünften der Reise von gestern. Und die Reise von heute verdiene ich das Geld für die Reise von morgen. Tja. Ist das nicht eigentlich, ich will nicht pathetisch werden, aber eine Gnade, dass man das tun kann, beruflich, was man gerne tut? Herr Gott, das ist eine Riesengnade. Ich bin also Gott jeden Tag dankbar, dass er mir erstens Gesundheit und zweitens die Möglichkeit gibt, das zu tun, was ich möchte. Und dass dann immer noch jemand gibt, der mir was dafür zahlt. Ja, viele Leute, nicht? Ich habe die Riesenauflagen, Gesamtauflagezahl erwähnt. Sie sind hier in Schönberg. Warum eigentlich? Natürlich, Ihre Familie stammt aus Württemberg, aus der Gegend. Aber hat es nicht auch mit, das war Ihnen ja ursprünglich nicht vertraut. Sie waren ja als Kind, ja doch, Sie gingen hier zur Schule. Ja. Als wir also in Stuttgart lebten, kamen wir schon sehr oft hierher. Nach Freudenstadt, aber das ist ja ein paar Kilometer entfernt. Und als ich dann nach einem Platz suchte, wo ich meine Bücher unterbringen könnte und wo ich dann, wenn ich mal da bin, hintereinander wegarbeiten kann. Da habe ich so im Umkreis von Freudenstadt die Dörfer besucht und geschaut, wo es was Nettes gibt. Und dann verliebte ich mich in diesen Blick, den ja leider unsere Zuschauer nicht sehen. Ja, ich schaue ja tief hinein ins Kinzigtal und da schieben sich so die Schwarzwaldhügel von beiden Seiten herein. Und wenn man Glück hat, ein bisschen weiter oben am Wald, kann man sogar den Sentis sehen. Es liegt genau nach Süden hier. Also es könnte schöner gar nicht sein. Zwei Bauernhöfe, sodass ich also nicht einsam bin. Auch der Schnee geräumt wird. Das ist ja für einen alleine, räumt ja nicht jemand einen Kilometer Schnee. Aber mit den Bauern zusammen wird geräumt. Nein, ich habe ein glückliches Leben. Schwere Schicksalsschläge natürlich auch gehabt. Aber aufs Ganze gesehen bin ich sehr dankbar. Sie wandern viel. Sie haben offenbar Ihr ganzes Leben gewandert. Ja. Und da frage ich mich, wandern Sie einfach aus purer Freude an der Natur oder denken Sie auch beim Wandern? Und wenn Sie denken, nehmen Sie dann die Natur überhaupt noch wahr? Ja, also manchmal muss der mit mir geht, sagen, nur, aber guck mal, wie schön das ist. Ach. Ja, das ist klar. Aber bei mir funktioniert das Hirn im Wandern so gut. Ich habe natürlich immer einen Zettel dabei oder einen Block, wo ich was aufschreiben kann. Meine Studenten, die bei mir promoviert haben, die mussten immer mit mir ihre Dissertationen auf Wanderungen im Schwarzwald durchdiskutieren. Da hieß es immer, also wenn du nicht wandern kannst, dann mach nicht bei Mähner deinen Doktor. Ja. Also man musste auch sportlich sein, um bei ihnen promovieren zu können. Also sportlich, ja, aber man musste Spaß haben, ein paar Stunden hintereinander wegzumarschieren. Ja, das hängt indirekt vielleicht auch ein bisschen mit dem zusammen, was Sie in Ihrem Buch Ein Deutscher in der Welt, also eben Ihre Autobiografie, sagen über das Deutschtum in Moskau. Nämlich die protestantisch-deutsche Arbeitsethik. Die haben Sie doch wahrscheinlich selber. Sehr, ja gut, also in der Familie ist sie natürlich sehr stark protestantisch von beiden Seiten. Und die Deutsch-Russen, die nun immer herausragten in der russischen Bevölkerung, als die besonders schaffigen, gerade die Schwaben, als besonders schaffige Leute, das schuf dann die Tradition, dass Arbeit etwas Gutes ist. Ja. Und dabei wollen wir es bleiben lassen, nicht? Ja, ja. Ja. Sie sind geprägt durch dieses, wie würde ich das nennen, wie haben Sie es genannt? Ich nenne sie die Russlanddeutschen oder die Moskaudeutschen, denn es gab ja andere durch Russlanddeutschen. Durch das Deutschtum in Moskau. Ja. Und Sie haben noch viele Erinnerungen. Ich weiß, ich möchte gerne, dass Sie mir ein bisschen die erklären. Sie haben hier eine Ecke im Wohnzimmer, eigentlich Russland und Ihre Erinnerung an Moskau gewidmet ist. Das ist so meine Nostalgie-Ecke hier. Ja. Wenn ich Ihnen die zeigen darf. Das vor uns ist ein
Hausaltar. Reiche Kaufleute fuhren also mit so einem, der lässt sich zusammenpacken, einen kleinen... Ein Reisealtar, sagen Sie. Ein Reisealtar, ja. Und er ist gemalt worden in Miniaturen, etwa in der Art, wie eine ganze Ikonostase in einer Kirche ist, nur eben hier als Miniature. Und zwar in einem Dorf, das sich auf die, in der Nähe von Moskau, Palech, das sich auf diese Art von Malerei spezialisiert hat. Jetzt dürfen sie natürlich keine Heiligenbilder mehr malen. Infolgedessen malen sie also solche Zigarettenschachteln. Aber es ist genau dieselbe Technik. Der Lack ist nicht mehr so gut, wie er mal früher war. Das ist also wahrscheinlich frühes, voriges Jahrhundert. Der Hausaltar. Lindenholz, der Hausaltar. Während das da also schon aus der Nachkriegszeit natürlich stammt. Dann dort rechts drüber, wenn ich ein russisch-orthodoxer Christ wäre, dann wäre das mein Schutzpatron. Es ist der heilige Nikolaus. Und Klaus kommt ja von Nikolaus. Dann rechts davon, das ist der Kreml. Und zwar zufällig, etwa 1840 gemalt, zufällig von der Stelle, wo meines Großvaters Haus stand. Er schaute also direkt hinüber über die Moskwa. Wir sehen ja den Fluss auf dem Kreml und beim Empfang von Kaufleuten, beim Zaren, fragte er also so, wie halt Zaren fragen, wo wohnen Sie denn? Da sagt er, genau gegenüber von Ihnen. Ja. Ach, und das, schön, ja. Und das Haus des Großvaters ist da unten, das habe ich also noch jetzt... kleine schwarz gerahmte, Im Frühjahr, also fotografiert, Februar, vielleicht liegt noch Schnee. Dieses Jahres? Ja, also jetzt haben wir schon... 82, Anfang 81 fotografiert. Und von diesem Hause aus, das zweistöckige, wo die Familie ihren Anfang in Moskau nahm, es wurde dann erweitert, weil eben mehr und mehr Kinder dazu kamen, hat man etwa den Blick, der in dem Bild oben ist. Ja. Und rechts, um das noch abzuschließen, mein Vater, sagte ich, er war Maler, war Schüler von Worpswede, also reiner deutscher Impressionismus. Und das hat er einmal gemalt, fast alles verloren, nur zwei Bilder, das ist das eine, in Finnland, wo wir mal einen Sommer verbrachten, 1913. Ja. Zufällig erhalten geblieben. Ja. Aber bitte, nehmen Sie wieder Platz. Zwei Frauen haben in Ihrem Leben, Herr Mehnert, eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Das geht aus Ihren Erinnerungen hervor. Das ist Ihre Mutter und Ihre Frau Enid, die Sie eben, Sie haben es vorhin erwähnt, in Kalifornien kennengelernt haben. Sie haben wahrscheinlich von Ihrer Mutter oder von Ihren Eltern eine Neigung zur Vergangenheit, eine gewisse Nostalgie. Stimmt das? Ja, ja. Also es ist merkwürdig, wie stark in mir, obwohl ich ja also nur die ersten 7 Jahre in Moskau lebte und danach dann immer wieder insgesamt 5 Jahre unter dem Sowjetregime, also insgesamt Kindheit und später 12 Jahre nur von meinen 75, wie stark diese Kindheitsjahre in mir immer noch leben. Wenn ich nach Moskau kam, als erstes Mal wieder nach Moskau kam, 1929, ich brauchte niemanden nach einer Straße zu fragen, ich fand mich sofort wieder zurecht. Obwohl ja die Straßennamen heute ganz andere sind als vor der Revolution. Ja, aber zum Beispiel die Straße, auf der ich geboren wurde, die heißt immer noch Ardinka, denn da war mal früher die Goldene Horde, die Besatzungsmacht, und die Russen sagen Orda, also Ardinka, die Orda-Straße. Und das ist also viele andere Straßennamen. Sie sprechen ja ebenso gut Russisch wie Deutsch. Aber wenn Sie Russisch sprechen in Russland, merken die anderen Russen, dass Sie nicht eigentlicher Russe sind? Nein, das merken Sie nicht. Sie merken allenfalls, dass ich wenig Worte aus der Pravda und so weiter in meinen Sprachschatz aufgenommen habe. Ich spreche also mehr ein klassisches Russisch als, sagen wir mal, das bolschewistische Russisch, das heute natürlich in der Publizistik sehr verbreitet ist. Nicht in den Romanen, in der Lyrik der Sowjetunion heute, aber so im politischen Jargon sind natürlich sehr viele Worte aufgetaucht, die es in meiner Kindheit gar nicht gab. Und ich verwende dann oft die alten Worte, statt neue zu benutzen. Aber sonst vom Akzent her nicht. Sie wissen wahrscheinlich, dass in Russland, im alten Russland, im heutigen Russland, es keine Dialekte im Russischen gibt. Es gibt andere Sprachen, Ukrainisch und Usbekisch und was nicht alles, aber die Hälfte der Bevölkerung spricht von Smolensk bis Vladivostok quer durch das ganze Eurasien, spricht dieselbe hochrussische Sprache.
die Häuser, in denen Sie gewohnt haben als Kind, die Fabrik Ihres Vaters, der ja einen Druckereibetrieb leitete, ein bisschen contre-coeur, weil er lieber gemalt hätte. Wir haben ein Bild von ihm gesehen. Die Schokoladenfabrik, die Sie erwähnt haben, all das ist ja noch vorhanden. Alles das wurde enteignet. Und trotzdem haben Sie, für mich jedenfalls, ich habe ja vieles, was Sie über Russland geschrieben haben, gelesen und persönlich überhaupt nicht die Spur eines Ressentiments. Und kommt das daher, weil man als Kind ja nicht Fabrikbesitzer ist, sondern es ich will Ihnen nur sagen, es wäre also für mich furchtbar, wenn ich Fabrikbesitzer sein müsste. Nicht aus antikapitalistischen Gefühlen, sondern weil mir das gar nicht liegt. Ich wäre angebunden, so wie meine Onkels oder mein Vater angebunden waren an einen Betrieb, mit allem, was das bedeutet. Ich bin so frei wie also kaum jemand. Es wäre mir schrecklich, mir vorzustellen, dass ich eine Fabrik leiten müsste. Man könnte aber trotzdem Ressentiments haben. Sie mussten aus Ihrer eigenen Heimat, das war ja Ihre Heimat eben doch, mussten weg, weil Krieg war und Sie können nur noch zurück als Ausländer. Ja, gut, also ich liebe das Regime gar nicht und bin also froh, dass wenn ich dort bin, ich den deutschen Pass in der Tasche habe und jederzeit wieder raus kann. Aber zum Beispiel die russische Literatur des 19. Jahrhunderts ist für mich eine der großen Literaturen. Ich gestehe sogar, dass mir die russische Literatur des 19. Jahrhunderts näher steht als die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts. Also es sind so viele Kindheitsbindungen, auch schon vom Riechen her, sie sagt, man muss es riechen, dass ich mich eben sehr zu Hause fühle, wenn ich dort bin. Und gut, ich nehme das Regime hin, weil es halt ein Regime ist, so wie man Winter und Schnee und Eis und so weiter hinnimmt. Ich liebe das nicht, aber ich fühle mich, ich bin also gerne in Moskau und auch in anderen Städten der Sowjetunion. Ich habe von der Neigung, Ihrer Neigung zur Vergangenheit gesprochen, also auch mit vielleicht gewissen nostalgischen Untertönen. Und zur gleichen Zeit aber sind Sie lebens- und gegenwarts nicht nur bezogen, sondern gegenwarts hungrig, gegenwarts neugierig. Und Ihre Mutter hat einmal von Ihnen, hat Sie genannt, ich weiß nicht, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, Neugamonny. Das heißt der Nicht-Ruhige, der Unruhige. Ja, ja. Also eben dauernd auf Trab, dauernd reisen, ja. Dauernd schreiben. Ja, vielleicht haben Sie auch meine Neigung zur Rückblicke etwas überschätzt. In meinem Leben spielen die Rückblicke zeitmäßig nur eine geringe Rolle. Ich fühle mich wohl, wenn ich an Plätze komme, also Kalifornien, wo ich meine Frau kennenlernte. Dann lebt natürlich das alles wieder auf. Oder Shanghai, wo ich 5 Jahre Ja, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Also, ich zitiere Sie selber. Zum Beispiel, Sie sind nach Flandern gefahren, da kommt man ja nicht ohne weiteres hin, um zu sehen, wo Ihr Vater umgekommen ist. Sie haben den Ort, darf ich noch schnell in Erinnerung rufen, den Ort aufgesucht, wo Sie, das war hier dann schon, wo Sie den ersten Schuljungenkuss bekommen haben. Ja. Und solche kleinen Hinweise gibt es wiederholt. Also den Ort aufzusuchen, wo Vergangenes sich abgespielt hat. Deswegen sagte ich das. Gut. Aber also das ist völlig richtig. Also ich bin meiner Vergangenheit gegenüber sehr treu, muss man sagen. Aber das ist nicht eigentlich das Bestimmende, sondern das, was Sie eben nannten, die Neugier. Die Neugier, was tut sich? Und zwar nicht, was tut sich in Naturwissenschaften oder sonst irgendwo, sondern was tut sich in der Weltpolitik, in der großen Politik, vor allen Dingen in meinem geliebten großen Dreieck, also Amerika, Russland, China, wo ich ja insgesamt fast 20 Jahre gelebt habe. Zu verschiedenen Zeiten, über 50 Jahre verteilt, aber eben doch immer wieder dort war und anderen Ländern. Das ist eigentlich meine Leidenschaft, zu sehen, was tut sich da. Wobei für mich, das ist auch wahrscheinlich ein schlechter Charakterzug, nicht die moralische Bewertung so wichtig ist, sondern es ist wichtig zu verstehen, die Kräfte, die dazu getrieben haben, die dagegen stehen, die Entwicklungen in diesen Ländern. Ob das nun moralisch gut oder schlecht ist, ist eine Frage, die auch wichtig ist, die aber bei mir nicht im Vordergrund steht. Ich will es verstehen, wie es funktioniert, wie es zustande kam. Und nicht nur verstehen, sondern wenn ich meine, ich hätte es kapiert, dann natürlich weitergeben. Denn das eine oder das andere ist langweilig. Nur erzählen ist langweilig, wenn man nichts weiß. Und nur was wissen und nicht
es erzählen zu können, ist auch nichts. Also diese Verbindung von Reisen, Schauen, Interviewen, Menschen kennen, Bücher lesen, alles das auf der einen Seite und dann das, was dabei herauskommt, in der Hoffnung, dass es stimmt, dann also Rundfunk, Fernsehen, Bücher, Zeitschriften, Aufsätze, Vorträge an andere weiterzugeben. Das ist ja eigentlich die Aufgabe des Journalisten oder des Kommentatoren oder wie man ihn immer nennen will, auch des Historikers, wenn er seinen Beruf nicht nur als Stubengelehrter versteht, nämlich die Dinge anderen begreiflich zu machen. Und da liegt, glaube ich, eine gewisse Berührungsebene mit dem Lehrer auch. Ja. Dass man gerne einem anderen etwas, was man glaubt, man hätte es selber begriffen, begreiflich macht. Also als Schuljunge hatte ich die Idee, die heute kaum ein Schuljunge hat, ich wollte mal Lehrer werden, wollte Lehrer an einem Gymnasium werden. Nun später bin ich also ein Professor geworden an einer Universität. Aber jedenfalls der Gedanke, etwas anderen zu vermitteln, wovon ich annehme, dass es einigermaßen richtig von mir kapiert ist, das ist fast eine Lebensnotwendigkeit. Die Möglichkeit, das zu tun, trägt zu meiner Lebensfreude bei. Ist die Tatsache, dass Weltpolitik, ja, soll ich so sagen, ihr Sinnen und Trachten gewissermaßen darstellt, ist das, würden Sie sagen, vorbestimmt gewesen in Ihrer Anlage oder hat sich halt so ergeben, weil Sie teils Russisch, teils Deutsch aufgewachsen sind und dann kam noch das Englische dazu? Also mit anderen Worten, ist eine gewisse Konsequenz da drin oder ist es doch einigermaßen zufällig? Also der ewige Streit, ob mehr die Anlage oder mehr das, was man dann später erlebt hat, das Leben bestimmt, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, ich habe die Antwort nicht. Aber ich glaube schon, wäre ich in Stuttgart als Sohn eines Gymnasiallehrers geboren und hätte dort mein Leben im Wesentlichen verbracht, dann wäre dieser Drang herumzureisen bei mir nicht entstanden. Ich wuchs ja auf in zwei Kulturen, zwei großen Kulturen, der russischen und der deutschen. Dann kam bald noch die amerikanische hinzu. Das alles zusammen lockte mich dann in noch andere Kulturen hinein. Kulturen, auch politisch, die politische Kultur ist ja auch ein Stück Kultur. Also ich glaube schon, dass dieses Auslanddeutschtum mich eher prädestinierte zu diesem Drang, die Welt zu sehen, als wenn ich zu Hause geboren wäre. Sie haben vorhin gesagt, dass für Sie sehr wichtig sei, wie die Dinge funktionieren, also die Mechanismen, die politischen. Die Kräfte, die Faktoren. Kräfte und Gegenkräfte und Faktoren. Und mir ist immer wieder aufgefallen, wie unideologisch, eben, das trifft sich genau mit dem, was Sie sagen, Sie die Dinge beurteilen und wägen und überlegen und auch den Leuten vermitteln, also der Öffentlichkeit, auch den Politikern übrigens. Daher ja wahrscheinlich auch der Versuch, 1933 bei Nazi-Stellen, also bei nationalsozialistischen Funktionären, nämlich bei Goebbels und dann sogar noch bei Röhm, zu versuchen, den Leuten nahezulegen oder nahezubringen, dass eine Verständigung zwischen Deutschland, dann also war es schon das Dritte Reich, und Russland, also die Sowjetunion, versucht werden solle, in einem ganz unideologischen Sinne. Und das hat sich völlig zerschlagen, weil natürlich Goebbels, Röhm und die ganzen Leute, Röhm wurde ja dann erschossen, und das war noch vorher, ihre Versuche, die scheiterten vollständig, dass sich die da angenähert hätten. Herr Gauch, es war nicht so sehr eine Verständigung, denn es war mir klar, das war Feuer und Wasser, Sowjetunion und Hitler-Deutschland. Ich war tief besorgt, dass Hitler das, was er in seinem berühmten 14. Kapitel geschrieben hat, Lebensraum im Osten zu schaffen und tatsächlich durchführen würde. Dass er also über die Sowjetunion, was er später getan hat. Dass er über die Sowjetunion herfallen würde. Und ich sah das als eine Katastrophe, als eine Fortsetzung von Karl dem XII. Und Napoleon und Erster Weltkrieg, wo wir ja auch überall dort waren. Das würde also in diesen ungeheuren Weiten dieses kleine Deutschland, da würden sicherlich die anderen auch von der anderen Seite reinkommen. Ich sah das als eine fürchterliche Katastrophe an und versuchte also mit der Autorität eines damals 25-Jährigen, der aber viel in Russland war, jedes Jahr in Russland war, weder Röhm noch Goebbels noch irgendeiner von denen oder Rosenberg war ja dort gewesen in der neueren Zeit, ihnen nun klarzumachen, dass sie da sich etwas vornehmen, was überhaupt gar nicht durchzuhalten ist. Und die waren ja Ideologen und für sie war entscheidend Lebensraum im Osten, Untermenschen und so weiter.
Verständigung, ich habe Ich habe ein falsches Wort gebraucht. Aber jedenfalls also nicht den Krieg gegen Israel. Nicht den Krieg zu verhindern. Das war der Ansatzpunkt Ihres Bestrebens. Sie haben ein Kapitel in Ihrer Autobiografie besonders gewidmet Ihrem Verhältnis zu Hitler. Und wenn ich Ihre eigene Formel, glaube ich, benutzen darf, dann ist es so, Deutschland ja, Hitler nein. Also, Sie waren, wie viele andere Deutschen, vehement gegen den Versailler Vertrag. Sie hielten das für eine Demütigung und so weiter und so weiter. Und Sie waren auch natürlich ein Gegner der sogenannten Kriegsschuldlüge, nämlich dass Deutschland für den Ersten Weltkrieg verantwortlich sei. Und bestraft werden musste dafür. Viele Leute, ich glaube auch viele Leute in der Schweiz, würden verstehen das heute besser als damals. Aber was die Kriegsschuld angeht, glaube ich, da denken wir ein bisschen anders. Und ich möchte gerne Ihr Urteil hören. Wir denken dann nämlich an Brest-Litovsk, also die Friedensbedingungen, die Deutschland den Russen, wie sie zusammenbrachen, 1917 auferlegt haben, das wurde dann weggewischt von der Weltgeschichte. Und auch die deutschen Kriegsziele, die ja extrem waren. Gerade jetzt hat die Zeit, Sie lesen ja die Zeit, einen Aufsatz drüber gehabt. Telegramme, die da am Kriegsanfang ausgetauscht wurden zwischen maßgebenden Leuten. Das ging also dann ins Hauptquartier. Und diese Ziele waren also ungeheuer. Nur Deutschland hat nicht gesiegt, die anderen haben und haben dann also sehr harte Bedingungen auferlegt. Aber wie urteilen Sie jetzt selber darüber? Sie, also als der Krieg 1914 ausbrach, war ich 7 Jahre alt. Und als er zu Ende war, war ich also 11. Und ich sah diese ganze Entwicklung, Tod des Vaters, Tod vieler Verwandter und so weiter, ich sah das als einen Kampf, einen Heldenkampf eines Volkes gegen eine Welt von Feinden. Das war doch also damals die Formel und empfand also auch die Niederlage nicht als entehrend, weil eben dieses allein Deutschland, gut, Österreich, Ungarn, noch einige andere dabei, aber im Wesentlichen ja gegen die ganze Welt. Da kamen die Amerikaner völlig frisch und vergnügt 1917 in den Krieg hinein, gaben also den letzten Todesstoß. Wir schuld waren, dass man uns das sagen konnte, wir seien schuld, kam mir überhaupt damals gar nicht in den Sinn. Und Sie werden sich erinnern, dass abgesehen von der reinen Kriegspropaganda, die ja nicht auf Fakten basiert war, die Diskussion über die Möglichkeit einer Kriegsschuldfrage, Kriegsschuld Deutschlands, ja erst durch Fischer, den Hamburger Professor, was war es, vor 10 Jahren ausgearbeitet. Und das sind ja relativ neue Erkenntnisse. Ich bin damals immer von dem berühmten Wort des britischen Ministerpräsidenten ausgegangen, wir alle sind in den Krieg, niemand hat ihn gewollt, wir sind hineingeschlittert. Also wenn alle hineingeschlittert sind, dann sind wir nicht schuldiger als die anderen. So sah es für mich aus. Und als der Vertrag von Versailles kam, sah es immer noch so aus. Die anderen Erwägungen kamen dann erst später hinzu. Wenn Sie sagen, Deutschland ja, Hitler nein, dann heißt doch das eigentlich deutsch-national. Das wäre richtig gewesen. Ja, gut, ich war, habe also... Also den Begriff gibt es heute nicht mehr. Nein, aber auch die Partei, also die Partei als Hitler dann kam und man wählen, meine letzte Wahl war ja noch im März 1933. Ich habe SPD gewählt, weil ich, also alle anderen waren ja mehr oder weniger schon auf dem Marsch zu Hitler. Ich habe also auch nie deutsch-national gewählt, aber ich war ein nationaler Deutscher, wenn man so... Ja. Deutsch-national war eine bestimmte Partei, nicht? Ja, das ist mir klar. Ich meine es nicht mit ein nationaler Deutscher, Sie legen eigentlich oft ein Bekenntnis immer wieder zum Vaterland ab. Ich setze es ein bisschen für mich selber in Anführungsstriche. Im Augenblick, wo Sie sagen würden, Heimat, wäre es mir viel angenehmer, viel wohler dabei. Ja. Vaterland hat so etwas beinahe schon, also verzeihen Sie, wenn ich das bitte, so sage, Wilhelminisches. Ja. Ist das einfach die Wortwahl oder ist Vaterland, da denkt man doch sofort an, schon beinahe an Krieg, also schon beinahe an, mindestens an Macht. Ja, das sieht wahrscheinlich von der Schweiz aus so aus. Das Merkwürdige ist ja, dass Sie diese Vokabel, und das Selbstverständliche, Sie brauchen diese Vokabeln gar nicht, weil sie eben in Ihrem Schweizer Sein ruhen. Ach, Vaterland braucht man aber bei uns schon auch. Nur es ist heute ein, glaube ich,
ich hoffe, ich verletze niemanden in der Schweiz, wenn ich das sage, ein altmodischer Begriff, wenn man ihn so versteht, wie ich ihn jetzt so emotional schildere. Aber bei mir kommt eines hinzu. Ich bin sehr besorgt darüber, dass um mich herum eine Jugend in Deutschland aufwächst, die überhaupt nicht mehr Wurzeln, deutsche Wurzeln hat, ohne deswegen auf einmal europäische Wurzeln zu haben, die eigentlich wurzellos ist. Und wahrscheinlich ist das ein Grund, warum ich mein in diesem Vaterland Deutschland, in Deutschland, also in der deutschen Geschichte, Wurzeln stärker betone, als ich es täte. Für sie ist etwas Selbstverständliches. Sie brauchen es also nicht zu betonen. Franzosen brauchen, gut, die sagen La Patrie, aber es ist, das steckt ihnen im Blut. Das hat sich auch gar nicht geändert. Aber das ist ja für meine Begriffe einer der schrecklichsten Erbschaften, die Deutschen von Hitler bekommen haben, dass sie eben ihre Identität verloren haben. Und wir wissen, wie wichtig es ist für sie und mich, eine Identität zu haben, für ein Volk eine Identität zu haben. Wenn man gar nicht weiß, wo man hingehört, dann... Ja, dann ergibt sich eben auch, was man gar nicht weiß, wozu man eigentlich da ist. Also diese Betonung. Ich stimme hundertprozentig zu. Das Einzige, was mich dran ein bisschen stört, ist das Wort. Ja, das Wort. Wenn Sie, sobald Sie Heimat sagen, ich habe nämlich gelesen und habe überall dort, wo Sie Vaterland schrieben, Heimat eingesetzt. Ja. Und dann fand ich es also völlig überzeugend. Herr Gauchinesen, ich werde Ihnen den Gefallen nicht tun. Ich bleibe bei Vaterland. Ja, bestimmt. Ja. Das wird auch gar nicht verlangt. Es ist. Für mich ist noch etwas sehr interessant. Sie sind wahrscheinlich einer der kosmopolitischsten, ich habe kein besseres Wort, kein deutsches dafür, wie kann man das einfacher sagen? Weltbürger also, oder sowas, ja. Weltbürger, ja. Ja. Einer der kosmopolitischsten Männer, die ich kenne, also ja, kann ich ruhig sagen. Und ein echter Kosmopolit, nämlich wirklich der Dutzende von Ländern und zwar gut kennt und nicht einfach als Tourist dort ist, darüber auch schreibt, dass wir haben vom Dreieck gesprochen und zugleich aber sind Sie glühender eben Patriot. Und wahrscheinlich nach dem, was Sie mir jetzt erklärt haben, gehören die beiden Dinge, obwohl sie widersprüchlich scheinen, sogar zusammen. Also bei mir gehören sie ganz eindeutig zusammen. Ich würde mich ja verlieren, wenn ich nicht irgendwo einen festen Punkt hätte. Wäre ich als Franzose geboren, dann wäre ich halt ein Franzose und würde als solcher die Welt bereisen. Aber ich bin als Deutscher geboren und das ist meine Geschichte, das ist die Geschichte meiner Vorfahren. Ich könnte mir also nicht vorstellen, als Kosmopolit in dem Sinne, dass man eben nirgends zu Hause ist, zu leben. Ich bin glücklich und das ist auch ein Grund, warum ich hier im Schwarzwald lebe. Ich könnte ja in Hawaii leben. Da habe ich ja 4 Jahre, war ich da Professor, könnte ich also jederzeit hinziehen. Die Bundesrepublik zahlt mir meine Pension oder was immer in jedes Land. Ich könnte also irgendwo leben. Hier will ich wohnen, weil in hier meine Wurzeln sind. Ein paar Kilometer von Freudenstadt und noch ein paar Kilometer von Stuttgart. Ja. Weil hier sind die Wurzeln. Ja. Eine Frage, die mich oft beschäftigt hat, ist die, gibt es im Leben der Völker, der Nationen nicht Konstanten? Also, dass, ich nehme Frankreich, dass eigentlich, jetzt wird es ein bisschen kritisch, der Nationalcharakter, gewisse nationale Charakterzüge durch alle Wandlungen hindurch mehr oder weniger konstant bleiben. Also von der alten Monarchie über die verschiedenen durch die Revolution, Robespierre, Danton, dann zum Bürgerkönigtum, dann zu Napoleon III. Und in die Dritte Republik und dann sogar in die Vierte. De Gaulle, der ja eigentlich beinahe ein Sonnenkönig war in seiner Haltung. Ja. Also eigentlich hat der Charakter des Volkes, des Französischen, und ich frage nun in Bezug auf Russland, in Bezug auf China vielleicht, sich kaum geändert. Die Formen, die äußeren, haben geändert, aber die Haltungen nicht. Also in den Ländern, in denen ich mich zu Hause fühle und oft bin, meine ich, dass von allen diesen Ländern die Deutschen sich am meisten geändert haben im Verlaufe meines Lebens. Und das hängt natürlich mit 2 Weltkriegen, 2 verlorenen Weltkriegen, mit der ganzen Hitler-Epoche zusammen. Es gibt ja kein Volk, das sich seiner jüngeren Vergangenheit so schämt wie die Deutschen. Das muss ja ein Umbruch herbeiführen. Und die Jungen werfen den Alten vor, wie habt ihr das dazu kommen lassen? Wir müssen also, was weiß ich, gegen Pershing II demonstrieren, damit wir uns nicht mal denselben Vorwurf machen müssen wie euch und so. Das durchdringt ja bei uns alles und auch die Deutschen auf der anderen Seite. Die
Franzosen haben sich wahrscheinlich am wenigsten geändert. Die Engländer haben sich in einem Punkt geändert. Sie haben ihr Imperium verloren, ihr Empire verloren. Und das war ja ein so wichtiger Bestandteil ihres Denkens. Die Haltung ist gelegentlich ja doch immer noch imperial. Es ist noch nicht völlig verkraftet, ja, dieser Verlust. Ja, ist eben nicht verkraftet. Nicht verkraftet, aber das Unverkraftete, das ist immer schwer. Aber die Sowjetunion, die Sie besonders gut kennen. Ja. Also der Zar und dann kam also Stalin, der rote Zar. In der Volksrepublik war es Mao, der ja eigentlich ein roter Kaiser war, wenn man es genau nimmt. Also ich glaube, man darf das sagen. Ja. All diese Charakterzüge dieser Länder und dieser Völker sind wahrscheinlich bestimmt durch die Topographie, die Geografie, die Ausdehnung, die Geschichte, die halt einen gewissen Spielraum auch hat. Aber eine territoriale Ausdehnung in der Sowjetunion, das Reich ist ja riesig. Wir machen uns ja gar keine Vorstellung davon. 11 Zeitzonen, sage ich manchmal, um es zu beschreiben. Amerika hat 3 ohne Hawaii. Ja. Was würden Sie zu folgendem Gedanken sagen? Dass es ohne eine Liberalisierung, die eben auch vom Herkommen her in der Sowjetunion, also Russland, schwer denkbar ist, aber ohne Liberalisierung in der UdSSR, eine Liberalisierung in den anderen Staaten, Anlegerstaaten, also Tschechoslowakei, also Ungarn, also Polen, wie wir jetzt erleben, nicht möglich sein wird. Solange die Sowjetunion die Hegemonialmacht in diesem Imperium, das also von der deutsch-deutschen Grenze bis in den Dschungel von Vietnam reicht, solange sie diese imperiale Macht besitzt, wird sie es verhindern, dass Liberalisierungstendenzen in Polen oder wo immer sich entwickeln. Sie ist in Polen vorsichtig gewesen, weil sie sich in Afghanistan die Finger verbrannt hat. Aber es war klar, dass sie alles daran setzen würde, nicht einen Weltkrieg, um das wieder zurückzubringen auf den Einheitsnenner dieses Imperiums. Aber Sie fragten nach den Menschen. Darf ich noch etwas anschließen hier? Alexander Sinowjew, der Ihnen ja sicher ein Begriff ist, für mich ein glänzender Autor, spricht, wenn er an Liberalisierung denkt, denkt in Zeiträumen von 200 bis 400 Jahren. Was ich niederschmetternd finde, aber eigentlich nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Also, dass es so lange dauern würde, bis in der heutigen Sowjetunion, also in Russland, sich ein liberaleres und demokratisches System durchsetzen kann. Ja, gut, also auf Jahre wird man sich nicht festlegen können, das ist klar. Aber dass es lange dauern wird, das meine ich auch. Die Russen, also wiederum die 50% der Sowjetbehörden, die Russen sind, die sind nur in Einzelnen wirklich für den Liberalismus, bereit, sich für den Liberalismus einzusetzen. Die Tradition des Volkes ist die des starken Staates, des starken Zaren. Und mich erinnert also Brezhnev in vielem nicht an Nikolaus II., sondern Nikolaus I., zweites Viertel also des vorigen Jahrhunderts, der auch dem großen Dichter Puschkin vorschrieb, wie er da seine Gedichte machen sollte, und der ein Riesenreich, sehr starker Nachdruck auf das Militärische legte, dann allerdings im Krimkrieg das alles verlor, aber das ist eine Sache für sich. Diese Tradition des starken Staates, den man allein schon, weil man ein treuer Russe ist, und nur ein starker Staat dieses Imperium zusammenhalten kann. Mit Liebe hält man weder die Polen, noch die Tschechen, noch die Ukrainer, noch die Usbeken und Tataren und so weiter. Dazu ist ein starker Staat nötig. Also der Russe ist aus historischen Gründen für einen starken Staat, weil nur ein starker das Imperium zusammenhalten kann. Für einen autokratischen? Einen autokratischen, ja. Einen starken autokratischen Staat, ja. Ja, also wir haben jetzt Polen, das in der Krise steht, wir haben die Machtübernahme durch die Generäle. Was bedeutet denn, können Sie das umschreiben, was bedeuten diese Vorgänge jetzt in Polen? Also Polen als Thema, nämlich ist das der Bankrott der imperialen russischen Politik,
Ist es der Bankrott der Sowjetidee oder der kommunistischen Idee oder des Marxismus-Leninismus? Was bedeutet es gewissermaßen geschichtlich? Oder ist es halt einfach wieder eine Episode wie Ungarn 56 oder wie die Tschechoslowakei 68? Die ganze westliche Welt regt sich auf und erregt sich ungeheuer und am Schluss bleibt Grabesstille so wie vorher. Wie kann man das einordnen? Also zunächst ist es natürlich weithin ein Bankrott des Systems. Und das System hat ja seinen Mittelpunkt in Moskau, nicht in Warschau oder in Prag. Es wird ja von dort den anderen immer wieder aufgezwungen. Und dass es in Polen so schlecht geht, das kann man nicht nur mit polnischer Wirtschaft und so weiter erklären, sondern einfach damit, dass das System nicht funktioniert. Und hat ja auch in der Tschechoslowakei nicht funktioniert, in der DDR, nun gut, das ist ein Sonderproblem. Aber jedenfalls aufs Ganze gesehen, ob Sowjetunion oder die osteuropäischen Satellitenstaaten, das System funktioniert nicht. Und wenn dann die Leute dagegen rebellieren, dann kommt das Imperium und schafft also wieder Ordnung, sei es durch eigene Truppen wie in der Tschechoslowakei, sei es durch eine Satellitenarmee wie im Falle von Polen. Es ist also eine Bankrotterklärung, die aber sich nicht auswirken kann, weil die Macht des Imperiums das verhindert. Sie haben gerade die Armee erwähnt. In diesem Fall ist es nicht die sowjetische, sondern die polnische selber, die eigene, die nun also das Rad zurückdreht mit ungeheurer Macht und starker Hand. Man hat darüber diskutiert in der Öffentlichkeit, ob die Verhängung des Kriegsrechts aus polnischem eigenen Antrieb, also von Jaruzelski, stattgefunden habe oder auf russischen Druck oder ob die Russen dahinter stünden. Aber das ist doch vollständig irrelevant. Es ist doch erklärt worden, ob nun auf russischen Druck, es ist nur die Frage, ob direkt oder indirekt, und das ist auch irrelevant. Ja, es ist also ganz klar, wenn Polen da läge, wo Portugal liegt, dann wird die Entwicklung ganz anders verlaufen. Aber Polen ist ja umgeben, Sowjetunion, Tschechoslowakei, DDR, sie ist also eingekreist, das kann ja gar nicht ausbrechen. Und deswegen, trotzdem ist natürlich die Frage wichtig, ob Jaruzelski und seine Gruppe das von sich aus machte oder ob sie da hineingestoßen wurden von Moskau. Ich habe gerade gestern in der Herald Tribune zwei Artikel nebeneinander gelesen von einem, beides Polen, Exilpolen. Der eine sagt, der Jaruzelski ist ein Patriot, es blieb ihm gar nichts anderes, um zu verhindern, dass die Russen kommen, musste er es machen. Und der andere sagt, Jaruzelski ist ein Werkzeug der Russen, ein Verräter und ein Schuft und so weiter. Also, ich weiß es nicht. Für mich ist es eine offene Frage, 50-50, ob er ein Patriot ist und deswegen das gemacht hat, um das Kommen der Russen zu verhindern, oder ob er also ein Verräter war. Ich neige eher zu der patriotischen Annahme, muss ich sagen. Weil die Polen, die ich kenne, alles Patrioten sind und die Russen nicht lieben und schon aus dem Grunde verhindern wollen, dass sie ins Land hereinkommen. Aber das ist eigentlich ein Streit um das Kaisersbad, denn diese sogenannte Ordnung ist ja nun wiederhergestellt worden. Ich glaube nicht, dass wir zu den Verhältnissen vor dem 13. Dezember wieder zurückkommen in Polen. Die amerikanische Regierung, genauer gesagt die Troika, Reagan, Haig, Weinberger, haben gegen, jetzt fragt sich gegen wen, Sanktionen verhängt, Strafmaßnahmen. Gegen die Sowjetunion und gegen Polen, wenn ich es richtig verstehe. Und Bundeskanzler Schmidt hat das abgelehnt. Er beteiligt sich, also die Bundesrepublik will sich an Sanktionen nicht beteiligen. Frankreich, England neigen etwas mehr zum amerikanischen Standpunkt. Frage: Sanktionen, ja oder nein? Also das Wort bestrafen, was ja die deutsche Übersetzung ist, die immer wieder benutzt wird, wahrscheinlich auch in Ihren Zeitungen, da halte ich also für falsch. Man kann eine Weltmacht nicht bestrafen, man macht sie nur noch bockiger. Wenn man den Russen, und die halten ja das Ganze zusammen, da sehen die diesen 50%, wenn man denen sagt, wir werden also bestraft, dann werden die ja wild und sind bereit, alles möglich zu tun, sich den Riemen noch enger zu schnallen, aber bestrafen wollen sie. Ich glaube also nicht, dass das einen Sinn hat. Kann eine Weltmacht wie die UdSSR überhaupt zurückweichen vor Strafmaßnahmen? Vor Strafmaßnahmen. Sie kann, wovor kann sie zurückgreifen? Warum hat sie in Polen nicht eingegriffen? Weil die ganze Welt gegen die Sowjetunion stand im Falle Afghanistan.
Da sind zwar viele brav zu den Olympischen Spielen nach Moskau gefahren, nicht wir, aber viele andere. Und trotzdem hat die Sowjetunion gemerkt, dass, und jeder wird Ihnen das zugeben, wenn Sie mit ihm alleine sprechen und Sie ihn kennen, das war ein Fehler, das hätten wir nicht machen sollen. Wir haben uns den Antagonismus der ganzen Welt auf den Hals geladen. Und ich bin überzeugt, dass das Nicht-Eingreifen in Polen damit zusammenhängt, dass man sagt, nicht nochmal in Afghanistan. Und wenn möglich nicht. Wenn möglich nicht. Wenn man den Jaruzelski findet, der das für uns macht, so ist das viel, viel besser. Und das haben Sie ja sehr geschickt gemacht. Sie sind, man kann ihn also nicht, also kein, sagt, da hätten sie irgendwelche russischen Soldaten gefunden in Polen. Na, vielleicht. Aber es sind ja keine Divisionen marschiert. Es sind ja polnische Soldaten, die an jeder Straßenecke stehen und in den Tanks, in den Panzern sitzen. Also aus all diesen Gründen meine ich, dass es mit dem Bestrafen nicht sehr viel Sinn. Man muss, wenn Sie mich fragen, was sollte man denn machen, abgesehen nun von Einzelfragen, soll man mit den Polen Handel treiben oder nicht. Ich bin der Meinung, ja, aber gegen Bargeld oder Waren, aber nicht gegen Kredit und so. Was kann man denn machen? Was würde denn den Russen imponieren? Was würde sie denn daran hindern, nun verrückt zu spielen in Polen und die Dinge zu einem Punkt zu treiben, wo die Polen vor Verzweiflung aufstehen? Herr Gauschi, für meine Begriffe ist die Antwort darauf der Zusammenschluss Europas. Wenn die Russen nach Westen schauen, dann sehen sie einen Haufen halbstarker Staaten in Westeuropa, die ihnen nicht imponieren können. Und die unter sich, weniger unter sich, aber jeweils mit Amerika streiten. Wenn dieses Europa sich so zusammenschlösse, wie wir das in schönen Tagen der Nachkriegszeit, die in vielem Jahr größer war als jetzt, wenn wir damals von dem Zusammenschluss Europas träumten und der zustande gekommen wäre, das wäre alles nicht passiert. Wenn Europa mit einer Stimme spräche, das ist für die Russen eine solche Autorität. Wenn, sagen wir, ein europäischer Präsident aus Paris für die Europäer spräche, das würde die Welt verändern. Der Respekt vor diesem Europa, das ihnen an Intelligenz, an Arbeitskraft und so weiter überlegen ist, plus Amerika, dann jenseits des Atlantik, da würden sie viel vorsichtiger sein, auch in ihre imperialen Ambitionen. Sie würden wahrscheinlich an manchen Punkten zurückstecken, um also nicht in Konflikt zu geraten, nicht militärischen, der wäre dann gar nicht so im Vordergrund, sondern es wäre der Respekt vor einem vereinigten Europa, der ihnen jetzt völlig abgeht. Und natürlich freuen sie sich, dass wir uns mit den Amerikanern streiten und untereinander streiten, dass wir also jetzt mal der Prügelknabe sind, nachdem wir so brav gewesen waren, viele Jahrzehnte hindurch. Dieses vereinigte Europa, das ist für mich viel, das wäre viel wichtiger und wirksamer als nun ein Embargo auf Computer oder sonst was. Aber ist das nicht eine Utopie? Sie waren in einer Fernsehsendung, ich weiß nicht mehr, ob es ZDF oder ARD war, zusammen mit Kempski und Theo Sommer. Und Kempski sagte, die Chance eines vereinigten Europa ist für immer vertan. Und Sie beide, Sommer und Sie, sagten, man soll in der Politik nie sagen, niemals. Ja, ja. Aber ehrlich und vernünftigerweise. Besteht denn noch eine Chance? Ja. Und schauen Sie sich die letzten 3-4 Monate an. Je bedenklicher es wurde, je ängstlicher die Europäer wurden, wegen Pershing II und so weiter, und jetzt wegen Polen, umso mehr aus Frankreich, Genscher hat das jetzt auch wieder auf der EG-Tagung gesagt, desto mehr taucht diese Rettungsmöglichkeit einer Vereinigung auf. Das wird sehr schwer sein. Aber es muss nicht so schwer sein wie der Kampf um Eier. Es könnte ja vorstellbar sein, dass man sich über ein gemeinsames politisches Programm leichter einigt als über die Eierpreise. Landwirtschaftspolitik. Als über die Wirtschaftspolitik, ja. Ich glaube, ich darf unterstellen, Sie sind, weil Sie ein erfülltes Leben hatten und haben, ein glücklicher Mensch. Sie sind gleichzeitig Skeptiker. Mit Recht, weil Beurteiler. Und deswegen die Frage an Sie. Mit der möchte ich gerne unser Gespräch beenden. Es gibt schwarze Wolken am politischen Himmel. Kommt es zu einem Gewitter? Oder können wir von Ihnen, der Optimist ist, aber skeptischer, einen Silberstreifen genannt bekommen? Herr Gauschi,
meine Überzeugung, ist ja egal, was meine Überzeugungen sind, aber wenn Sie mich fragen, es gibt keinen europäischen Krieg. Es mag in Afrika oder sonst wo Krieg geben, es gibt keinen europäischen Krieg. Dabei belassen wir es. Gut. Ich bedanke mich aufs Herzlichste für dieses Gespräch. Danke.